Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und Hoshi wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Quests und dann Dragonflight. Und hier haben wir das Achievement Freund der Dracheninseln. Für dieses müssen wir Folgendes machen: Schließt die unten aufgelisteten Ruhmkampagnen auf den Dracheninseln ab. Hört sich einfach an, ist es tatsächlich auch. Wir müssen einfach insgesamt alle 6 Ruhmkampagnen abschließen. Die sind aber nicht wie jetzt in vergangenen Expansions irgendwie an einen wöchentlichen Release quasi gekoppelt, sondern wir müssen uns die freischalten. Und wie wir uns die freischalten, will ich euch mal zeigen. Alle diese Quests kriegen wir, indem wir verschiedene Ruhmfraktionen hier ein bisschen erhöhen. Die ersten kriegen wir beim Waldrakenabkommen, und zwar können wir mal reinklicken. Gehen wir mal ganz nach vorne. Und dort kriegen wir ab Stufe 12, seht ihr, die erste Questreihe, die silberne Bestimmung schimpft sich die. Die Quest kriegt ihr dann einfach in der Hauptstadt angezeigt, könnt ihr annehmen und müsst einfach nur diese paar Quests absolvieren. Das sind meistens nur, ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde maximal dauern diese Questreihen. Das ist die erste. Dann den nächsten Strang bekommen wir dann auf Stufe 19. Da kriegen wir Garten der Geheimnisse. Und hier ist es übrigens so, dass es noch einen Strang gibt, der dementsprechend nach Garten der Geheimnisse anschließt. Jetzt muss ich bloß gucken, welcher er war. Ich glaube, das war hier die Träumerin. Also das hier kriegt ihr direkt nach der anderen Questreihe, ne? Also wenn ihr dementsprechend auf Ruhm 19 hier seid und ja, Garten der Geheimnisse holt, dann kriegt ihr direkt die Träumerin danach, also könnt ihr im Anschluss dann absolvieren. So, dann haben wir jetzt schon mal die Hälfte von diesen Questreihen. Die anderen gibt es dann einmal bei den Tuska, und zwar müsst ihr da auch nicht sonderlich hoch sein tatsächlich, sondern nur auf Stufe 11. Da haben wir die Pflicht des Häuptlings. Und die letzten beiden gibt es dann bei dem Drachenschuppenabkommen, und da gibt es relativ früh wieder eine, und zwar bei Renown 13 haben wir da was, und zwar hier, ein Rätsel gelöst. Und dann ganz am Ende, das ist das, was ich jetzt gerade eben erst abgeschlossen habe, haben wir die letzte Quest in den Hallen der Titanen. Das sind alle 6 Stück, mehr müsst ihr nicht machen, ihr müsst quasi maximal bei den Drachenschuppen-Expeditionen auf 24 sein, bei den Tuska auf 11 und bei den Waldrakenabkommen auf 19. Dann habt ihr alle 6 Stück. Und ja, mehr müsst ihr nicht machen. Die Quests sind auch relativ interessant, muss ich sagen. Gibt ein bisschen Hintergrund-Story zu der Expansion und lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen. Und dann gibt es ja natürlich zusätzlich noch dieses kleine nette Achievement. Übrigens, das Ganze ist auch Battle.net-Account-weit, also es ist ein Battle.net-Account-Achievement, das sieht man immer an dieser blauen, an die blauen Balken oben. Bedeutet, ihr könnt jeden einzelnen Unterpunkt mit einem anderen Char auf eurem Account machen. Heißt, ihr habt jetzt vielleicht einen Char, der ist bei den Tuska, hat der Ruhm, und ihr habt einen anderen Char, der ist, hat bei Waldraken halt Ruhm. Warum auch immer das die Konstellation bei euch ist, aber vielleicht ist das bei euch so. Und dann könnt ihr das theoretisch mit verschiedenen Chars machen. Ihr könnt aber auch alles, so wie ich das gemacht habe, auf einem Char erledigen. Gut, das war es dann soweit mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, euch hat das Ganze ein bisschen weitergeholfen. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.